Moin Leute, ein ganz herzliches Hallo zu dieser neuen Prognose. Tippt wie immer gerne mit in den Kommentaren, würde mich auf jeden Fall freuen. Es gibt diesmal wieder eine Samstagskonferenz, das erste Mal in dieser Saison. Ich sag's nochmal dazu, gewöhnt euch lieber nicht dran, das wird nicht ständig passieren, aber sicherlich immer mal wieder. Vielen Dank fürs Reinschalten, viel Spaß beim Zuschauen. Los geht's mit dem Freitagabendspiel Dortmund gegen Hoffenheim. Der BVB möchte nach der Niederlage gegen den SC Freiburg zu Hause wieder überzeugen in der Bundesliga. Zu Gast die TSG aus Hoffenheim, die Sinsheimer, immerhin mit 4 Punkten in diese Spielzeit gestartet. Dortmund in Schwarz-Gelb von links nach rechts im ersten Durchgang, allerdings Spiel bestimmt. Das ist Moderhut nach 11 Minuten die erste Großchance in dieser Partie. 11 Minuten waren hier gespielt, Haaland legt auf, Dahoud schließt ab. Aber Oliver Baumann kann halten. Sehr guter Auftritt der Rose-Elf. Das Tor war eigentlich nur noch eine Frage der Zeit. Hier schon 22 Minuten gespielt. Von Hoffenheim kam nach vorne enttäuschend wenig. Sie haben ja bislang immerhin auch schon 6 Tore erzielt. Hier war das Spiel nach vorne weitgehend abgemeldet bei den Gästen. Kurz vor der Pause noch einmal Dortmund. Haaland mit dem Lupfer zu Marco Reus, den nimmt er super mit und erzielt das überfällige 1:0 unmittelbar vor dem Seitenwechsel. 45. Minute 1:0 BVB, der hochverdiente Halbzeitstand. Eigentlich mussten sie sich ärgern, dass es nicht sogar noch höher stand. Hoffenheim immer in der Lage, den BVB hier im Westfalenstadion zu ärgern. Und nun kamen sie auch besser auf. Brun Larsen, der Ex-Dortmunder, bedient Munas Dabur. Wie aus dem Nichts, das 1:1, da straft es sich dann doch ab, wenn man seine Möglichkeiten nicht ausreichend nutzen kann. Und plötzlich war es ein anderes Spiel. Stiller, Dabur, Stiller, wieder Munas Dabur. Spiel gedreht nach einer Stunde. Und alle fragten sich, wie das eigentlich passieren konnte. Der BVB im ersten Durchgang mit einer ultradominanten Leistung. Und jetzt liefen sie diesem Rückstand hinterher bis in die 90. Minute hinein. Noch einmal das letzte Anrennen. Aber wo ist die Lücke? Wo findet sich da ein Loch auf? Nirgends. Oliver Baumann hat den Ball am Fuß, drischt ihn nach vorne und dann war es tatsächlich vorbei. Keiner wusste so recht, wie Dortmund dieses Spiel verlieren konnte, die Antwort, sie nutzten einfach ihre Möglichkeiten nicht und so verlieren sie zum Auftakt in den dritten Spieltag mit 1:2 gegen Hoffenheim. Und damit ein ganz herzliches Hallo zur Samstagskonferenz am dritten Spieltag in der Fußball-Bundesliga. Wir starten das Ganze in Stuttgart, wo der SC Freiburg zu Gast ist. Duell im Bundesland, also sicherlich auch Prestige hier eine Frage. 3 Punkte für Stuttgart nach 2 Spielen, Freiburg sogar mit 4 Punkten. Wir dürfen uns also voraussichtlich auf eine ausgeglichene Partie hier freuen. In Bielefeld dürfte es auch durchaus interessant werden. Das letzte Duell hier auf der Alm konnte Frankfurt zwar deutlich für sich entscheiden, aber damals war es auch noch eine andere Bielefelder Mannschaft. Die Arminen haben sich stabilisiert, noch ungeschlagen in dieser Saison, immerhin 2-mal unentschieden gespielt. Frankfurt 1-mal verloren, 1-mal einen Punkt geholt. Frankfurt will den ersten Sieg, das ist klar, aber Bielefeld wird komplett dagegen halten. Spiel Nummer 3, FC Augsburg gegen Bayer 04 Leverkusen. Augsburg enttäuschte doch arg bislang. Noch kein einziges Tor geschossen. Immerhin gegen Frankfurt am zweiten Spieltag jetzt das 0:0 geholt, aber da war auch viel Glück und Defensive. Ja, Überkraft mit dabei. Es muss auch mal ins Tore schießen gehen, sonst wird das nichts gegen den mit den Punkten, vor allem nicht gegen Bayer 04 Leverkusen.
In Mainz ist Greuther Fürth zu Gast. Die Fürther wissen, was hier auf sie zukommt. Immerhin hat der erste FSV Mainz 05-4 im heimischen Stadion Leipzig geschlagen. Der Auftritt der Mainzer in Bochum wiederum hat dann einige Fragen aufgeworfen. Für Fürth ist das absoluter Existenzkampf und heute ist vielleicht mal ein Spiel, wo man Punkte holen kann, wo man Punkte holen muss, denn irgendwann sollte man auch anfangen, was einzufahren. Das sind Sorgen, die diese beiden Mannschaften möglicherweise erwartet hatten, aber nach zwei Spieltagen, insofern man das jetzt schon sagen kann, noch gar nicht so haben müssen. Denn der erste FC Köln hat immerhin respektabel bei Bayern verloren mit 3:2 und sich gut präsentiert und am ersten Spieltag hier sogar im heimischen Stadion gewonnen gegen die Hertha. Bochum wollte am letzten Spieltag gegen Mainz 3 Punkte einfahren. Das haben sie getan. Also zwei Mannschaften, die durchaus oben auf sind. Starten wir aber in Stuttgart. Ja, starten wir doch einfach mal in Stuttgart. Die Schwaben in den weißen Trikots von links nach rechts gegen Freiburg, die in schwarz-anthrazit gekleidet. Vom Derby möchte man hier nicht zwangsläufig sprechen. Das ist für den VfB Stuttgart das Spiel gegen den KSC. Aber da trennt beide Mannschaften aktuell ja eine Liga. Deswegen hier das Duell zumindest um viel Prestige. Der VfB hat nach dem 0:4 in Leipzig in der Defensive Nachholbedarf. Tor in Bielefeld! Und scheinbar ist das auch in Bielefeld irgendwo der Fall. Da ist ein Tor gefallen. 1:0 für Eintracht Frankfurt. Boré mit dem frühen Führungstreffer für die Gäste. Das war relativ einfach. Ein gelupfter Ball in die Spitze von Lindström. Und Boré ist absolut freistehend und haut den dann mit Vollspann Tor an Augsburg rüber. Und wir haben den zweiten Treffer in der Konferenz in Augsburg. In Augsburg für Leverkusen, Patrick Schick. Ebenfalls mit dem 1:0 für die Gäste, Demir Bay und Schick. Kommt da blank vor Giekewitz zum Schuss. Rauwe Leo kommt viel zu spät und droht hier jetzt dem FC Augsburg das nächste Heimdebakel am ersten Spieltag, das 0:4 gegen Hoffenheim. Dieser Stachel sitzt sicherlich noch tief und jetzt geht es möglicherweise schon wieder so los. Super Auftakt hingegen für Bayer 04 Leverkusen. Das erstmal von hier und wir geben eine Station weiter. Wir landen in Köln, wo der erste FC erstmal den Ball am Fuß hat und versucht den VfL Bochum zu knacken. Die Bochumer, die sicherlich versuchen über eine stabile Defensive nach vorne zu finden. Und da hatten wir gerade Gerrit Holtmann, ja, der Mann des Spiels wohl gegen Mainz 05. Mit einem starken Solo wurde allerdings auch zugelassen. Heute wird es ihm Köln nicht so leicht machen. Da ist Sebastian Polter! Und er erzielt das 1:0. Da hatte sich alles gerade noch auf Holtmann konzentriert, sodass Sebastian Polter wie aus dem Nichts vorne auftaucht im 16er und abschließen kann. Nimmt den Ball einmal an, schließt dann ab, lässt aus dieser kurzen Distanz Timo Horn gar keine Chance. Und so steht es 1:0 für den VfL Bochum. Sebastian Polter, der Neuzugang, der sich jetzt schon gelohnt hat. Also auch hier der erste Treffer. Wie schaut's denn in Mainz aus? Da arbeitet vor allem Mainz an der Führung. Greuther Fürth hatte aber auch einige gute Aktionen gegen Arminia Bielefeld. Und jetzt auch wieder Fürth. Abiyama bleibt da hängen, aber Hirgota hat nochmal das Auge für Marco Meyer-Höfer. So auch hier das 0:1. Da hat sich Mainz übertölpeln lassen. Hier war es eigentlich schon fast geklärt, aber Hirgota bleibt drin. Dann ist Meyer-Höfer komplett vergessen. Der setzt den Ball aus Spitzenwinkel genau unters Dach.
Naja, nicht genau unter das Dach, aber hoch genug, sodass Sentner nicht mehr rankommt. 1 zu 0 für die Spielvereinigung Greuther Fürth. Marco Meyer-Höfer in der 12. Minute hat den Treffer markiert. Und hier kommt gerade der SC Freiburg mal nach vorne. Christian Günther probiert es da ganz artistisch, ist aber deutlich zu früh gestartet. Anderthalb, 2 Meter, die er da im Abseits steht. Ist ein durchaus ansehnliches Fußballspiel. Der VfB Stuttgart bemüht nach dieser enttäuschenden 4:0-Klatsche bei Leipzig wirklich hinten erstmal dicht zu halten. Bitter natürlich, dass Kalajdzic jetzt wieder So Tor in lange. Bielefeld ausfällt. Dazu vielleicht später mehr. Jetzt erstmal der nächste Treffer in Bielefeld. 0 zu 2. Gibrilso mit der Führung, beziehungsweise mit der Erhöhung der Führung, die sowieso schon Bestand hatte. Stefan Ortega ist bedient. Gibrilso bekommt zu viel Platz vorm 16er und schließt dann ab. Und das nicht allzu schlecht. Sehr schlechter Auftakt für Arminia Bielefeld. Nach einer knappen Viertelstunde liegen sie hier mit 0 zu 2 zurück. Das ist jetzt eine relativ große Aufgabe. Und Eintracht Frankfurt versprüht tatsächlich wieder Spaß am Offensivfußball. Das hatte man gegen Augsburg schon teilweise gesehen, aber da waren die Fuggerstädter auch extrem schwach. Hier machen es die Frankfurter auch recht gut. Auch wenn Bielefeld in beiden Situationen der Tore leicht unkonzentriert wirkte. Also 0 zu 2 hier. Wir melden uns, wenn was passiert und wechseln nach Augsburg. Wo sich die Fuggerstädter ärgern, Gummi wohl mit der Fußspitze im Abseits. Hätte durchaus etwas Gefährliches bei rumkommen können. Leverkusen konnte durchaus überzeugen. Bislang in dieser Saison. Das jüngste 4:0 gegen Mönchengladbach war vor allem nach vorne sehr überzeugend. Jetzt müssen sie hinten aufpassen. Jago wird aber von Frimpong und Tah ins Sandwich genommen, sodass Radetzky im Endeffekt den Ball hat. Dribbelt dann da auf der Torlinie rum. Das ist bei Radetzky auch schon mal in ähnlicher Form schief gegangen. Von daher lieber vorsichtig sein, aber die Situation ist jetzt auch bereinigt. Der FC Augsburg muss sich auf jeden Fall etwas ausdenken. Zumindest haben sie scheinbar die Defensive gerade ein bisschen in den Griff bekommen. Und dennoch ist Leverkusen hier klar überlegen. Von Augsburg kommt gar nichts nach vorne. Das ist schon enttäuschend. Und wieder Leverkusen mit Frimpong, Paulinho, Patrick Schick, Rauveleo dazwischen. Immerhin zumindest mal ein bisschen Gegenwehr. Aber Diaby hat trotzdem das 2:0 auf dem Fuß. Die Leverkusener immer wacher. Gikiewicz verhindert das 0 zu 2. Wir wechseln nach Mainz. Hier steht es weiterhin 0 zu 1. Greuther Fürth hat diese Führung erstmal im Rücken. Jetzt aber Mainz mit einem Vorstoß. Wittmar zieht dann aber nochmal zurück und dann dieser Fehlpass. Das darf natürlich nicht passieren, wenn der Strafraum so gut besetzt ist. Da muss die Murmel auch einfach mal reingebracht werden. Aber Fürth macht es ganz gut. Itta. Green Nielsen, Mainz zumindest in Präsenz mal da. Die Flanke von Itta nicht so schlecht, aber kann dann doch geklärt werden. Der erste FSV Mainz 05 kann so langsam wieder auf einige Spieler zurückgreifen. Trotzdem ist das noch ein bunt durchgemischter Haufen. Es ist noch nicht alles so, wie es laufen sollte. Für Fürth allerdings schon. Die führen hier und wir wechseln nochmal. Der 1. FC Köln kommt gerade und arbeitet am Ausgleich. Kommt hier aber noch nicht durch gegen Bochumer, die jetzt seit der Führung nochmal defensiver vorspielen können. Und wenn dieser Pass besser kommt, nicht so schwach gespielt wird von Polter, dann wird es brandgefährlich. Das wäre
eine 3 zu 2, vielleicht 3 zu 3 Situation gewesen, aber ein bisschen mangelhaft ausgespielt. Der erste FC Köln kommt hier besser rein. Thielmann. Und die Geisberg haben ja auch gezeigt, Rückstand können sie durchaus. Wie gesagt, das Spiel gegen die Hertha angesprochen, aber auch gegen die Bayern. Da lagen sie ja sogar zwischenzeitlich 2 zu 0 zurück, kamen dann zum 2 zu 2. Verloren zwar am Ende, aber so ein Rückstand hat für die Geißböcke noch gar nichts zu bedeuten. Modest. Nochmal rüber. Zu ungefährlich. Kurz vor der Pause schauen wir nochmal in Stuttgart vorbei. Das einzige Spiel ohne ein Tor, ist aber jetzt auch eine Weile schon auf den anderen Plätzen auch nichts mehr passiert. Bekommen wir nochmal was angeboten. Der VfB scheint mit diesem 0 zu 0 durchaus zufrieden zu sein und auch Freiburg, die am ersten Spieltag 0 zu 0 in Bielefeld spielten, wirken nicht komplett unzufrieden, wenn das so erstmal in die Katakomben gehen würde. Aber vielleicht fällt ja den Schwaben hier noch etwas ein, wenn gleich Lienhardt resolut dazwischen geht und erstmal zum Einwurf klärt. Es ist noch nicht die hundertprozentige Bemühung zu spüren einer der beiden Mannschaften. Und im Endeffekt wird es dann zu ungenau im letzten Drittel, sodass die Defensivreihen einen einfachen Job haben. 0 zu 0 hier nach 45 Minuten. In Köln läuft das Spiel aber noch, deswegen geben wir nochmal zu den Geißböcken. Und hier kommt Bochum plötzlich nochmal auf. Sebastian Polter von Rex Bischai bedient. Aber Timo Horn bewahrt seine Mannschaft in der 45. Minute für diesen Moment zumindest vor einem höheren Rückstand. Puh, also das hätte auch jetzt ganz anders ausgehen können. Und wenn man hier mit 0 zu 2 in die Pause geht, dann wird es tatsächlich relativ schwierig. Bochum bekommt aber nochmal den Eckball. Der von Zoller auch nicht so gefährlich aufs Tor gebracht wird. Holtmann mit der Ecke, Zoller mit dem Kopfball. Aber jetzt ist auch hier Pause. Es steht 0 zu 1, ist anhand der Chancen auch durchaus verdient. Wir gucken jetzt einfach mal auf die Ergebnisse nach 45 Minuten und hoffen dann auf weitere Tore in Durchgang 2. Ja, hier haben wir die Ergebnisse im Überblick. Stuttgart-Freiburg 0 zu 0, Köln-Bochum 0 zu 1, Bielefeld-Frankfurt sogar 0 zu 2, Augsburg-Leverkusen 0-1 und Mainz gegen Fürth ebenfalls 0 zu 1. Ansonsten viel Spaß beim zweiten Durchgang. Ich hoffe weiterhin, dass es euch gefällt. Zurück in der Konferenz. Wir beginnen wieder in Stuttgart, wo wir nach wie vor auf den ersten Treffer der Partie warten. Auf den anderen hat es überall schon geklingelt, nur hier eben noch nicht. Und wir schauen, ob das eine der beiden Mannschaften hier auf Biegen und Brechen verändern möchte. Aber vor allem verlieren will hier keiner. Für den Freiburg als Gastmannschaft gilt das sicherlich nochmal in erhöhtem Maße. Aber Stuttgart würde auch gerne zu Null spielen, das ist klar. Jetzt aber Freiburg zumindest so ein bisschen im Vorwärtsmarsch, findet aber die Lücke noch nicht in Form von Günther, Höfler und Höhler. Günther geht lieber nochmal ein bisschen zurück. Lukas Höhler. Nikolas Höfler rausgespielt. Das dauert alles ein bisschen, ist dann mit so einer Verzweiflungsflanke auch schnell geklärt und wir wechseln nach Bielefeld. Bielefeld kommt. Boah, Kevin Trapp. Was macht denn Kevin Trapp da? Hat Glück, dass Lawson mit dem Ball nicht umgehen kann. Kevin Trapp ja in der Saison mit der ein oder anderen Unsicherheit, vor allem gegen Dortmund, verursachte er dort fast einen Gegentreffer, aber auch gegen Augsburg die Situation. Ja, teilweise bringt er sich da ein bisschen in die Bredouille. Also man merkt auch anhand von Kevin Trapp, dass noch nicht alles so ganz glatt läuft. Jetzt gibt es erstmal einen Wechsel. Rustic geht dafür. Ayman Barkok neu mit dabei. Aber bis dato Kevin Trapp ja noch zu Null. Also wir wollen ihn auch nicht zu schlecht reden. Ist ein guter Keeper, aber anhand dessen kann man erkennen, dass bei Frankfurt das Getriebe noch nicht perfekt läuft.
Und Bielefeld wird auch gerade etwas stärker. Fabian Klos zu Kunze. Ndika hat den Ball, verliert ihn aber an Prietl. Klos hat das Auge für Robin Hack. Und das lässt er sich nicht nehmen. 57. Minute, 1:2, der Anschlusstreffer. Weil Frankfurt das Ding einfach nicht bereinigen kann. Schwach von Ndika, den muss er irgendwie anders wegbekommen. Aber produziert diesen Gegentreffer. Robin Hack macht es, der Neuzugang. Tor in Mainz. FC Nürnberg. Und wir haben den nächsten Treffer und zwar in Mainz. Die Gastgeber schlagen zurück. 58. Minute 1:1. Jonathan Burkhardt bringt Mainz zurück ins Spiel, führt weit aufgerückt. Dann wird Burkhardt geschickt. Und der überwindet dann mit einem guten flachen Schuss Sascha Burkhardt und bringt seine Farben auf die Anzeigentafel, was natürlich auch hier die Heimfans insbesondere begeistern wird. 58. Minute, Rückstand egalisiert aus der 12. Minute von Meierhöfer. Darf man jetzt gespannt sein, wie Greuther Fürth darauf reagieren wird. Sie machen kein schlechtes Spiel. So viel Tor in Augsburg. Sicherlich mal sagen, aber wir haben den nächsten Treffer und zwar in Augsburg. Nadim Amiri erhöht für die Gäste der FC Augsburg. Muss ich vielleicht langsam damit abfinden, dass es auch heute nichts mit dem ersten Dreier der Saison wird. Weil defensiv einfach doch wieder zu viele Lücken offenbart werden. Rafael Gikiewicz wird auch ein bisschen alleine gelassen von seiner Vordermannschaft. Und das dürfte tatsächlich eine nahezu unlösbare Aufgabe sein. Tor an Mainz! Aber wenn man vielleicht erstmal den Anschlusstreffer erzielt, dann wendet sich das vielleicht nochmal. Aber wir haben einen Treffer an Mainz. Es geht hier Schlag auf Schlag. Greuther Fürth geht wieder in Führung. Es ist Havard Nielsen. Die Freude bei den Mainzern hält nicht sonderlich lang an, weil sie defensiv hier und heute nicht sattelfest sind. Bekommt Nielsen zu spät den Druck von Niakate. Die Kleeblätter führen wieder. Das nach 63 Minuten. Springen wir mal wieder nach Köln. Der FC arbeitet, er rackert hier dafür, zum Ausgleich zu kommen. Aber der VfL Bochum macht es doch sehr clever und abgezockt bis dahin. Tor in Augsburg. In den entscheidenden Momenten ist Köln zu unsauber in den Aktionen. Und der nächste Treffer in Augsburg. 0:3. Das dürfte es dann allerspätestens gewesen sein. Nach dem Amiri mit dem Doppelpack, aber das ist so einfach. Das sieht wirklich so dermaßen einfach aus. Und Amiri muss den Ball einfach nur gegen die Laufrichtung schieben. Hat er alle Freiheiten. Augsburg löst sich mal wieder hinten auf. Es steht 0:3. 0 Tore geschossen. 7 kassiert bislang in der Saison. Das könnte richtig bitter werden. Ja, hier ist noch gar nichts entschieden. Wir sind wieder in Köln, weil wir eben nur ganz kurz hier Halt machten. Bochum versucht es immer wieder mit gezielten Aktionen nach vorne und so halten sie eben auch Köln immer wieder vom eigenen Tor fern. Jetzt aber Modest, dem es dann mal zu bunt wird und einfach drauf hält.
Fehlt dann aber doch ein knapper Meter. Und Riemann kann sich ganz entspannt den Ball zurechtlegen. Wird jetzt wohl auch Wechsel geben an der Seite. Es dauert hier alles nämlich ein bisschen. Etwas mehr als 20 Minuten noch zu spielen. Ondrej Duda soll nochmal für Schwung sorgen in der Offensive. Wir wechseln aber nochmal nach Stuttgart. Möglichkeit für den VfB gerade. Beide Mannschaften nähern sich langsam an und wollen den vielleicht einzigen und dann auch spielentscheidenden Treffer erzielen. Aber auch hier wird gewechselt. Wir haben ja Zeit. Geht eine Mannschaft aber auch ins hundertprozentige Risiko und lebt dann in der Gefahr, den Gegentreffer zu kassieren. Gut, diese Gefahr besteht natürlich immer, aber je mehr man probiert nach vorne, desto höher wird auch die Wahrscheinlichkeit, in der Regel einen Gegentreffer zu kassieren. Der VfB Stuttgart wird gerade deutlich aktiver. Tor in Klimovic, Bielefeld. Al-Gadoui, Tor in Bielefeld geht wie immer vor. Die Vorentscheidung. Boré mit dem Doppelpack, das 1 zu 3. Ist kein Abseits. Auf gleicher Höhe mit Lawson läuft er dann ein, aber der Außenverteidiger spezialisiert sich zu sehr eben auf seine Außenposition, dadurch die Mitte unbesetzt. Aber das ist jetzt kein expliziter Fehler von Lawson. Da steht die komplette Verteidigung einfach nicht gut. Und das könnte in der 72. Minute tatsächlich schon das Ding hier gewesen sein für Bielefeld und für Frankfurt. Wir wechseln nämlich nochmal die Station. Ja, aber sollte hier kein Tor mehr fallen, dann wird sich hier wohl der Fokus nicht mehr drauf richten. Also der FC Augsburg ist zwar nochmal bemüht, hier ein bisschen Wiedergutmachung zu betreiben, aber so richtig kommt da eigentlich nichts zustande. Bayer 04 Leverkusen gerade mal gefordert in der Defensive. Das war bislang so gut wie gar nicht der Fall. Tor in Mainz! Und jetzt haben wir ein Tor in Mainz. Der Ausgleich? Nein, das 1 zu 3. Dixon Abiyama. Wohl auch mit dem vorentscheidenden Treffer. Und da dürfte Stefan Leitl einiges an Ballast abfallen. Der Auftakt in Stuttgart maximal unglücklich, dann in Überzahl gegen Bielefeld zu Hause ein 1 zu 1 war dann in Ordnung, aber heute den ersten Dreier einzufahren, das wäre natürlich extrem wichtig. Und es sieht gut aus für die Kleeblätter. Ja, für den zweiten Aufsteiger, den VfL Bochum, sieht es auch sehr gut aus, aber der erste FC Köln, er wehrt sich nochmal. Er möchte zumindest einen Punkt hier mitnehmen und den hätte er sich auch verdient. Das ist großer Einsatz. Das ist viel nach vorne, gute Laufarbeit. Bislang ist der VfL Bochum hier und da mal ins Wanken gekommen, aber sie sind bislang immer stehen geblieben. Und jetzt kommen sie nochmal nach vorne, auch immer wieder eben diese Entlastung schaffen. Das gibt Zeit, das gibt Selbstvertrauen und schwächt auch den Gegner im mentalen Sinne. Aber der erste Tor FC an Köln Augsburg. kommt. Wir schauen uns aber noch kurz den Treffer in Augsburg an. Ja, wirklich nur ganz kurz. 83. Minute 0 zu 4. Also Hoffenheim kassiert im zweiten Heimspiel in Folge mal mindestens 4 Tore. Vielleicht passiert ja auch noch was. Paulinho hier mit dem nächsten Treffer. Das dürften ungemütliche Zeiten werden, die auf die Vogelstädter zukommen. Aber sie haben jetzt eben auch die Länderspielpause Zeit, vielleicht da nochmal ein bisschen was zu wenden. Also, das soll es von hier gewesen sein. 0 zu 4. Wir melden uns, wenn ein Tor passiert, geben aber nochmal nach Stuttgart. Da ist es ja noch ganz offen.
Ja, und der VfB kommt gerade. Förster, ganz knapp vorbei. Kein Abseits. Dann setzt er den gegen die Laufrichtung und der geht haarscharf am Tor vorbei. Durchatmen bei Marc Flecken, Christian Streich und der kompletten Freiburger Mannschaft. Aber jetzt auch die Breisgauer, Demirovic, mittlerweile reingekommen. Jonathan Schmid. Schmid tankt sich da durch. Es geht hier gerade noch mal hoch her. Chancen hüben wie drüben. Jonathan Schmid und Müller mit der Parade. Ja, Florian Müller, den kennt man bei Freiburg auch noch. Gute Tat, gute Parade. Und den Eckstoß nehmen wir noch mit, bevor wir gleich nochmal nach Köln schalten. Günther. Sosa kann es klären. Nochmal Günther, das dauert aber alles zu lange. Wir wechseln nochmal nach Köln. Sie kommen aktuell nicht durch. Die Gastgeber. Lucia aber verliert den Ball, schenkt ihn wieder her. Skiri passt auf. Der hat das Auge für Jonas Hector. Hector, Florian Kainz. Fahne bleibt unten. Fahne bleibt unten! Und der Ball ist im Tor. Marc Uth mit dem 1 zu 1 in der 89. Minute. Und das ruft auch Steffen Baumgart mit auf den Plan bei dieser Jubeltraube. Sie haben so lange dran geschraubt und jetzt ist der Treffer da. Hector auf Kainz. Der quer zu Marc Uth. Da kommt jede Grätsche zu spät. Lampropoulos müsste es gewesen sein. Und Manuel Riemann ist ohne Chance. Das ist unglaublich ärgerlich für den VfL Bochum, aber es ist unter dem Strich das verdiente Resultat, wenn es denn dabei bleibt. 1 zu 1, 89. Minute. Marc Uth stellt hier das Rhein-Energie-Stadion auf den Kopf. Und das war es dann auch. 1 zu 1 hier, Herzschlagfinale. Köln holt sich den Punkt. Wir schauen nochmal nach Bielefeld. Da läuft es nämlich noch. Wobei auch hier gleich Schluss sein dürfte. Die Frage von Sieger und Verlierer ist schon geklärt. Aber kommt noch der vierte Treffer zustande? Nein. Oder doch? Nochmal ein bisschen unsauber gespielt. Der Pass von Höge aber nicht gut. Ortega klärt das Ganze. Und so bleibt es hier beim 1 zu 3. Bielefeld hat sich wacker geschlagen nach dem frühen Doppelrückstand. Fanden sie rein. Der Anschlusstreffer von Hack brachte auch noch mal kurz wieder Hoffnung ein. Am Ende verlieren sie aber gegen Frankfurt. Die Eintracht holt die ersten 3 Punkte der Saison, also den ersten Dreier. Einen Punkt haben sie ja schon. Haben jetzt insgesamt 4 Punkte auf dem Konto. Bielefeld wartet noch auf den ersten Sieg. Aber Frankfurt war heute auch in einer guten Verfassung. Das soll's aus der Konferenz gewesen sein. Jetzt noch die Zusammenfassungen der anderen Partien. Viel Spaß dabei und bleiben Sie am Ball. Möglichkeit für den VfB gerade. Ja, und der VfB kommt gerade. Förster, ganz knapp vorbei. Kein Abseits. Dann setzt er den gegen die Laufrichtung und der geht haarscharf am Tor vorbei. Schmid tankt sich da durch. Es geht hier gerade noch mal hoch her. Chancen hüben wie drüben. Jonathan Schmid und Müller mit der Parade. Ja, Florian Müller, den kennt man bei Freiburg auch noch. Jama bleibt da hängen, aber Hirgota hat nochmal das Auge für Marco Meier-Höfer. So auch hier das 0 zu 1.
Da hat sich Mainz übertölpeln lassen. Hier war es eigentlich schon fast geklärt, aber Hrgota bleibt drin. Dann ist Meierhöfer komplett vergessen. Der setzt den Ball aus Spitzenwinkel genau unters Dach. Naja, nicht genau unters Dach, aber hoch genug, sodass Zentner nicht mehr rankommt. 1 zu. Die Gastgeber schlagen zurück. 58. Minute, 1 zu 1. Jonathan Burkhardt bringt Mainz zurück ins Spiel, führt weit aufgerückt. Dann wird Burkhardt geschickt. Und der überwindet dann mit einem guten flachen Schuss Sascha Burkhardt und bringt seine Farben auf die. Es geht hier Schlag auf Schlag. Greuther Fürth geht wieder in Führung. Es ist Havard Nielsen. Die Freude bei den Mainzern hält nicht sonderlich lang an, weil sie defensiv hier und heute nicht sattelfest sind. Bekommt Nielsen zu spät den Druck von Niakate. Die Kleeblätter führen wieder. Nein, das 1 zu 3. Dixon, Abiyama. Wohl auch mit dem vorentscheidenden Treffer. Nun, da dürfte Stefan Leitl einiges an Ballast abfallen. Der Auftakt in Stuttgart maximal unglücklich, dann in Augsburg für Leverkusen. Patrick Schick ebenfalls mit dem 1:0 für die Gäste. Demir Bay und Schick kommt da blank vor Giekewitz zum Schuss. Rauwe Leo kommt viel zu spät und droht hier jetzt dem FC Augsburg das nächste Heimdebakel am ersten Spieltag, das 0:4 gegen 0:2, Nadim Amiri erhöht für die Gäste der FC Augsburg. Muss ich vielleicht langsam damit abfinden, dass es auch heute nichts mit dem ersten Dreier der Saison wird. Weil defensiv einfach doch wieder zu viele Lücken offenbart werden. Rafael Giekewitz wird auch ein bisschen alleine. 0:3, das dürfte es dann allerspätestens gewesen sein. Nadim Amiri mit dem Doppelpack, aber das ist so einfach. Das sieht wirklich so dermaßen einfach aus. Und Amiri muss den Ball einfach nur gegen die Laufrichtung schieben. Hat er alle Freiheiten. Augsburg löst sich mal wieder hinten auf. Es steht 0:3. Ja, wirklich nur ganz kurz. 83. Minute 0:4, also Hoffenheim kassiert im zweiten Heimspiel in Folge mal mindestens 4 Tore, vielleicht passiert ja auch noch was. Paulinho hier mit dem nächsten Treffer. Das dürften ungemütliche Zeiten werden, die auf die Fuggerstädter zukommen, aber sie haben jetzt eben auch die Länderspielpause Zeit, vielleicht da noch mal ein bisschen was zu wenden. Also das soll 1:0 für Eintracht Frankfurt. Boré mit dem frühen Führungstreffer für die Gäste. Das war relativ einfach. Ein gelupfter Ball in die Spitze von Lindström. Und Boré ist absolut freistehend. Und haut den dann mit Vollspann. Tor an Augsburg. Rüber. Und wir haben den zweiten Treffer in der Konferenz in 0:2. Djibril Sow mit der Führung. Beziehungsweise mit der Erhöhung der Führung, die sowieso schon Bestand hatte. Stefan Ortega ist bedient. Djibril Sow bekommt zu viel Platz vorm 16er und schließt dann ab. Und das nicht allzu schlecht. Diga hat den Ball, verliert ihn aber an Prietl. Klos hat das Auge für Robin Hack. Und das lässt er sich nicht nehmen. 57. Minute, 1:2, der Anschlusstreffer. Weil Frankfurt das Ding einfach nicht bereinigen kann. Schwach von Ndika, den muss er irgendwie
anders wegbekommen, aber produziert diesen Gegentreffer. Robin Hack macht es, der Neuzugang. Tor in Mainz. Die Vorentscheidung. Boré mit dem Doppelpack, das 1:3. Ist kein Abseits, auf gleicher Höhe mit Lawson, läuft da dann ein, aber der Außenverteidiger spezialisiert sich zu sehr eben auf seine Außenposition, dadurch die Mitte unbesetzt. In Köln nicht so leicht machen, da ist Sebastian Polter und er erzielt das 1:0. Da hatte sich alles gerade noch auf Holtmann konzentriert. So dass Sebastian Polter wie aus dem Nichts vorne auftaucht im 16er und abschließen kann. Nimmt den Ball einmal an, schließt dann ab, lässt aus dieser kurzen Distanz Timo Horn gar keine Chance. Und so steht es 1:0 für den VfL Bochum. Sebastian Polter, der Neuzugang für Jonas Hector. Hector, Florian Kainz, Fahne bleibt unten, Fahne bleibt unten! Und der Ball ist im Tor. Marc Uth mit dem 1:1 in der 89. Minute. Und das ruft auch Steffen Baumgart mit auf den Plan bei dieser Jubeltraube. Sie haben so lange dran geschraubt und jetzt ist der Treffer da. Hector auf Kainz. Der quer zu Marc Uth. Da kommt jede Grätsche. Zu spät, Lampropoulos müsste es gewesen sein. Und Manuel Riemann ist ohne Chance. Das ist unglaublich Der FC Bayern München hat es dann am Ende gegen den ersten FC Köln doch mal wieder in unnachahmlicher Manier gezeigt. Wenn sie irgendwie mal den Arm anspannen müssen, dann reicht es auch zu einem knappen Sieg gegen den ersten FC Köln. Aber gegen die Hertha, ebenfalls wieder im heimischen Stadion, lief es noch schlechter. 6. Minute 0:1. Jetzt lag man sogar zurück und musste mal wieder einem Rückstand hinterherlaufen. Das war in Gladbach schon der Fall. Auch dort verschlief man die Anfangsphase. Hier der FC Bayern, dann aber im Anschluss natürlich die spielbestimmende Mannschaft. Und mal wieder das Problem der Hertha. Nach einem Führungstreffer wurden sie unfassbar passiv. Das war am ersten Spieltag in Köln der Fall, dann letztes Wochenende zu Hause gegen Wolfsburg und jetzt auch hier in München am Samstagabend. Kurz vor dem Seitenwechsel dann ein weiteres Mal eine Angriffswelle der Münchner. Thomas Müller hat zu viel Platz, legt trotzdem nochmal zurück. Als hätte er geahnt, was Kimmich da aus der zweiten, gar dritten Reihe für einen Hammer auspackt. Super Abschluss. Mit ordentlich Wucht, nicht ganz platziert genug. Und so kann Schwolo eingreifen. Und wer zur Ecke ab, aus der resultierte dann nichts. Nach 45 Minuten stand es also 0:1. Davy Selke, ja auch nicht unumstritten, hatte diesen Treffer erzielt. Blick in Durchgang 2. Boyata mit dem Freistoß, der direkt zurückkommt. Lewandowski mit dem genialen Pass zu Serge Gnabry. 1:1 nach 59 Minuten. Dieser Pass ist unwiderstehlich. Serge Gnabry lässt sich dann nicht zweimal bitten. Und weiter die Bayern. Müller, Lewandowski, Spiel gedreht. 70. Minute, das 2:1. Vollkommen verdient. Wie gesagt, die Hertha komplett abgemeldet nach der 6. Minute. Aber dann, plötzlich kam sie doch wieder mal nach vorne. Als sie im Rückstand waren. Davy Selke, Stefan Jovetic und Suat Serdar mit dem 2:2. Wenn man der Hertha eine große Qualität attestieren möchte, dann ist es das, wenn sie im Rückstand sind. Ja, dann können sie auch tatsächlich mal was produzieren. Aber wenn sie führen, das sieht nicht gut aus. Und es blieb trotzdem spannend bis zum Ende. 87. Minute, der Schuss von Lewandowski aber nur an den Außenpfosten. Und das war es dann. Die Hertha holt sich den ersten Punkt in dieser Saison
Ausgerechnet beim FC Bayern München. Für die Gastgeber wäre natürlich viel mehr drin gewesen. So müssen sie sich mit der zweiten Punkteteilung der Saison zufrieden geben. Der 1. FC Union Berlin kann durchaus zufrieden sein mit dem Saisonstart. Auch wenn sie nur einen Punkt mehr haben als Borussia Mönchengladbach, ist die Stimmungslage eine ganz andere. Bei Gladbach plagen alle die Verletzungssorgen. Also da fällt wirklich eine halbe A-Mannschaft eigentlich aus. Trotzdem sind sie hier gut gerüstet, um gegen die Eisernen Punkte mitzunehmen. Auch wenn es nicht so gut losging. 26. Minute 1:0 für Eisern Union. Trimmel, der Rechtsaußenverteidiger, mit dem Führungstreffer. Aber Gladbach hatte trotzdem nach vorne eine schlagkräftige Truppe aufgestellt. Netz, der Neuzugang von der Hertha, heute in der Startaufstellung mit Wolf und Stindl im Zusammenspiel. Stindl findet Alassane Plea. Und der markiert den Ausgleich in der 36. Minute. Auch Plea ja durchaus von Verletzungssorgen begleitet. Er konnte auflaufen und markierte dann den Halbzeitstand. Es war ein durchschnittliches, nicht überragendes, aber vernünftig anzuschauendes Bundesligaspiel zweier Mannschaften, die es nach vorne versuchten. Awoni mit dem guten Pass zu Genki Haraguchi, der alleine vor Jan Sommer muss es eigentlich regeln. 57. Minute, aber Jan Sommer, der gegen Leverkusen das ein oder andere Mal unglücklich aussah, kann hier mal wieder seine Qualität unter Beweis stellen. Ganz gute Reaktion aus kurzer Distanz. Der anschließende Eckball von Wolf zunächst bereinigt, aber Gieselmann und Union setzen nach. Robin Knoche. Naja, 59. Minute, dieser Abschluss nochmal nicht wirklich gefährlich. Die Partie flachte tatsächlich ab. Es passierte nicht mehr viel in beide Richtungen. Ging nichts mehr, was ein Tor anging. Und so bleibt es am Sonntag Nachmittag beim 1:1. Gladbach holt sich den zweiten und Union den dritten Punkt der Saison. Der VfL Wolfsburg steht als einzige Mannschaft mit 6 Punkten an der Tabellenspitze. RB Leipzig hat einmal verloren und einmal gewonnen. Der Auftritt gegen Stuttgart zuletzt allerdings, der war richtig überzeugend. Nun die in weiß gekleideten Gäste mit der ersten Torannäherung. Es war ein Abtasten zwar auf hohem Niveau, aber wirklich Chancen gab es hier eigentlich nicht. Marc van Bommel steht jetzt auch nicht unbedingt für den spektakulärsten Offensivfußball. Da geht es erstmal über eine kompakte Defensive. Aber Leipzig probierte dann doch mal mehr nach vorne. Silva hat das Auge für den mitgelaufenen Kampel, der in der 38. Minute dann auch das 1:0 erzielen kann. Mbabu erkennt die Situation zu spät, rückt dann erst ein, als es schon vorbei war. Und so steht es dann nicht unverdient 0:1 nach 45 Minuten. Und Leipzig weiterhin die bessere Mannschaft, auch im zweiten Durchgang. Christopher Nkunku bekommt da zu viel Platz, kann schalten und walten, läuft einmal über das halbe Feld, legt dann zu Silva quer, der nochmal zurück zu Emil Forsberg. Der dreht sich dann einmal um seinen Abwehrspieler herum. In dem Fall ist es Xaver Schlager, der da in ungewöhnlicher Position nicht mehr hinkommt. Das Spiel damit vorentschieden. Leipzig wollte sogar noch einen drauflegen, um hier auch eine Machtposition zu demonstrieren. Es war schon ein sehr guter und überzeugender Auftritt. Das 3:0 hier von André Silva wäre dann allerdings auch zu viel des Guten gewesen. So blieb es beim 0:2 Wolfsburg unter dem Strich nach vorne viel zu harmlos. Keine wirklich hundertprozentige Torchance. Und Leipzig siegt zum Abschluss des dritten Spieltags. Jo, hier habt ihr die Ergebnisse und die dazugehörige Tabelle im Überblick. Ich hoffe wie immer, es hat euch gefallen. Lasst gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da, wenn es euch gefallen hat. Wenn nicht, dann gerne auch einen nach unten. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund, haut rein und adios.